Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung im Modul SAP in der Praxis. Wir werden uns heute weiterhin mit dem Modul Warehouse Management beschäftigen und uns jetzt heute mal ein paar Details der Prozesse im Warehouse Management angucken. Bevor wir das allerdings tun, würde ich ganz gerne noch zwei organisatorische Sachen ansprechen. Das Sommersemester neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Wir haben jetzt, wenn wir hier in die Zeitplanung gucken, noch zwei Vorlesungen. Die erste ist nochmal quasi so eine Zusammenfassung über das, was wir gemacht haben. Die habe ich Prozessintegration genannt. Das ist nächste Woche. Und wahrscheinlich für Sie etwas spannender oder interessanter ist diese Vorlesung am 24.06. Da geht es um eine Zusammenfassung und Prüfungsvorbereitung. So, die Idee ist dabei, dass Sie da Fragen stellen können, entweder zu irgendeinem Thema, das wir besprochen haben, wo Ihnen irgendwas unklar geblieben ist, oder aber zu den Beispielklausuren, die ich hochgeladen habe. Damit das mit den Fragen funktioniert, können wir das natürlich nicht als klassische gestreamte Vorlesung auf YouTube, wie wir das bis jetzt immer gemacht haben, machen, sondern das müssen wir ein bisschen interaktiver hinkriegen. Ich habe deshalb hier in dem Bereich Ihnen nochmal ein paar Infos hinterlegt. Ich habe ein Zoom-Meeting aufgesetzt. Sie können einfach auf diesen Link klicken. An dem Tag werden wir also Zoom benutzen, nicht Livestreaming über YouTube. Und dann können Sie da Ihre Fragen stellen. Damit das mit dem Stellen der Fragen etwas strukturierter ist und wir nicht wild zwischen den Themen hin und her springen müssen, habe ich im Diskussionsforum einen Punkt aufgemacht, Fragen für die Prüfungsvorbereitung am 24.06. Also das ist jetzt hier das Top-Thema auf oberster Ebene, das lasse ich da auch gepinnt, das werden Sie immer da oben finden. Wenn Sie Fragen haben vorab, dann wäre es super, wenn Sie die im Forum schon mal notieren, weil dann kann ich Ihre Fragen etwas strukturieren, vielleicht nach Themen oder ähnlichen Bereichen gruppieren. Dann wird das am 24. strukturierter und, glaube ich, für Sie besser zu verstehen, als wenn wir frei mit Fragen kommen und wir quer über alle Themen hin und her springen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist noch ein Hinweis. Am 15.06., das ist der Montag, nächsten Montag um 10 Uhr, habe ich einen Gastvortrag im Rahmen einer anderen Veranstaltung eingeladen. Im Rahmen von meiner Vorlesung Informationssysteme wird ein Kollege, ein Bekannter von mir, der Michael Simons, zu der Corona-Warn-App, die aktuell entwickelt wird, eine Vorlesung halten. Vielleicht ist das ja für Sie interessant. Das ist natürlich außerhalb dem Inhalt der Vorlesung SAP in der Praxis, aber trotzdem wollte ich Ihnen die Möglichkeit geben, falls Sie das Thema interessiert. Auch hier finden Sie im Forumseintrag einfach einen Zoom-Link, mit dem Sie sich dann am Montag verbinden können. Falls Sie das Thema interessiert, Sie aber um 10 Uhr am Montag keine Zeit haben, wir werden diese Vorlesung aufnehmen und hinterher auch in YouTube bereitstellen. Von daher können Sie es bei Interesse auch später angucken. So, das war erstmal alles, was ich Ihnen vorab erzählen wollte. Damit steigen wir jetzt in den eigentlichen Inhalt der Vorlesung ein. Und wir sind nach wie vor im Modul Warehouse Management und letzte Woche sind wir geendet an der Stelle der Bewegungsdaten. Die Bewegungsdaten haben wir nicht mehr besprochen. Das werde ich jetzt mit Ihnen auch nicht auf der Folienebene machen, sondern das gucken wir uns direkt an in der Art und Weise der Rekapitulation der Fallstudie, die Sie durchgeführt haben. Also, wir gucken jetzt nicht auf die Bewegungsdaten, sondern
wir gucken uns mal die Fallstudie an, die Sie jetzt im Rahmen des Praktikums durchgeführt haben. Die Fallstudie, also es gibt eine Reihe von Fallstudien. Wir haben die Fallstudie Warehouse Management 1 durchgeführt, die sich eben um den Prozess des Wareneingangs und des Materialeinlagerns kümmert. So, was haben Sie da gemacht? Sie haben eine Bestellung für ein Material angelegt und Sie haben dann den Wareneingang zu der Bestellung gebucht und nachgelagert den Einlagerungsprozess durchgeführt. So. Was da passiert ist, habe ich nochmal hier versucht, auf so einer Grafik darzustellen. Das ist jetzt eine Momentaufnahme des Wareneingangs, bevor Sie die Fallstudie bis Ende bearbeitet haben. Was sieht man hier? Man sieht zwei große Blöcke. Der große Block, der eigentlich kleinste Block, ist unser Lieferant Dallas Bikes. Und hier das große Rechteck, das ist das Werk von Global Bike in San Diego. Das Erste, was Sie getan haben, hier mit der kleinen 1 markiert, war eine Bestellung für zwei Waren, nämlich so einen Knieschützer und einen Ellbogenschützer, jeweils zu 50 Stück bei dem Lieferanten Dallas Bikes anlegen. Das haben wir gemacht, ohne die ganze Funktionalität, die wir im Rahmen der Materialwirtschaft kennengelernt haben. Also sie haben einfach direkt freihand sozusagen eine Bestellung angelegt. Es gab nicht vorher eine Bestellanforderung, es gab keine Lieferantenauswahl, sondern wir haben direkt die Bestellung angelegt. So. Danach, nach ein paar weiteren Schritten, haben Sie als nächstes einen Wareneingang zur Bestellung gebucht. Und das ist jetzt nochmal eine wichtige Unterscheidung. Wenn man sich hier diese Grafik anguckt, dann sehen Sie hier nochmal zwei große Blöcke. Das war das falsche Tool, ich wollte eigentlich das auswählen. Der eine Block ist das hier und der zweite Block ist der rechte Teil. So, der linke Teil ist das Inventory Management, das ein Teil vom MM ist. Und rechts sehen wir das Warehouse Management. Warehouse Management, wir wissen, dass das Teil von dem LES ist. Also links Inventory Management, rechts Warehouse Management. So. Entfernen wir das alles nochmal. Also, Sie haben Bestellung angelegt, Sie haben einen Wareneingang im Inventory Management gebucht. Buchung vom Wareneingang kennen Sie auch schon, führt dazu, dass eben auch entsprechende Buchungen im FI erfolgt sind. Das Ergebnis davon war, dass ein Transportbedarf entstanden ist. Und zu diesem Transportbedarf haben Sie einen Transportauftrag angelegt. Genauer gesagt, Sie haben zwei Transportaufträge angelegt, jeweils für ein Quant, also für eine Menge des gleichen Materials. Ein Transportauftrag für das Quant der Ellbogenschützer, ein Transportauftrag für das Quant der Knieschützer. Und damit wurden dann diese Materialien von dem Wareneingangslagertyp. Also was wir hier sehen, ist der Lagertyp Wareneingang in den Lagertyp Festplatzlager transportiert und da sind die in dem Lagerplatz gelandet, der durch ihre Learn-Nummer gegeben ist. So, jetzt gucken wir uns das mal nochmal Schritt für Schritt an, was da passiert ist. Also das war jetzt erstmal nur so die Übersicht, sozusagen die vier Schritte, die wir uns angucken. Es gab eben die Bestellung, es gab den Wareneingang, es gab den Transportauftrag zu einem Transportbedarf, der irgendwann bestätigt und durchgeführt wurde. Ups. So, damit wechsle ich mal auf das SAP-System. Das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen uns als erstes die Bestellung angucken. Machen wir eine Transaktion ME23N. Das nicht funktioniert. ME23M. Ich habe jetzt hier eine
eine Bestellung ausgewählt, die einer von Ihnen im Rahmen des Praktikums angelegt hat. Ich mache das mal etwas größer, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Was Sie hier sehen, es gibt eben eine Bestellung. Die Bestellung enthält zwei Positionen, den Knieschützer und den Ellbogenschützer, jeweils zu 50 Stück. Und wenn wir uns jetzt auf einer Position hier die Position anklicken und in der in den Positionsdetails die Bestellentwicklung anklicken, dann sehen Sie, dass zu dieser Bestellung ein Wareneingang gebucht ist. Ja, und der Wareneingang ist durch diesen Materialbeleg dokumentiert. Was wir jetzt machen können, wir können als nächstes uns einfach mal diesen Materialbeleg angucken. Ja, der Materialbeleg zeigt Ihnen, dass es sich dabei um eine bestimmte Bewegungsart handelt. Das ist die Bewegungsart 101. Das ist ein Wareneingang zu einer Bestellung. Und wir sehen außerdem, wenn wir uns jetzt diese Position anklicken, ich muss ein bisschen scrollen. Ups. Dass eine bestimmte Menge von dem Material, ich klicke jetzt hier nicht auf die Menge, sonst springt das wieder, im Werk in San Diego in den Lagerort Trading Goods gebucht wurde und da in den frei verwendbaren Bestand. Sie auch noch sehen, wenn Sie das genauer angucken, hier gibt es jetzt auch ein Tab Warehouse Management. Also man erkennt daran schon, dass das Warehouse Management aktiv ist. Wenn ich jetzt den Materialbeleg angucke und da auf das Warehouse Management klicke, dann sehen Sie auch, dass die Sicht auf die Komponente Warehouse Management, dass nämlich dieser Materialbeleg den Wareneingang in den Lagertyp Wareneingang extern und da auf einen bestimmten Lagerplatz gebucht hat. So, den Lagerplatz, den Sie da sehen, das ist ein dynamisch generierter Lagerplatz. Das ist ein Lagerplatz, der hat genau die gleiche Nummer wie die Bestellung. Also wenn wir jetzt uns wieder zurück navigieren, werden wir sehen, die Bestellung hat die Nummer 084 und das ist genau die Nummer, die auch dieser Lagerplatz gibt. So, das heißt, nach dem Buchen des Wareneingangs haben wir Material im Warehouse Management in dem Lagertyp Wareneingang extern, also die Waren sind von außen gekommen, auf einem dynamisch generierten Lagerplatz. Und das führt zu einem Transportbedarf. Bevor wir uns den Transportbedarf jetzt angucken und den zugehörigen Transportauftrag, hier noch der Hinweis, das kennen Sie schon, Buchen von einem Wareneingang führt zu Belegen im FI. Und wenn wir uns jetzt diese Belege angucken, dann sehen Sie, dass die vier Positionen enthalten, jeweils eine Soll- und eine Habenbuchung über den Wert der Bestellposition. Das waren jeweils 2000 US-Dollar. So, das ist nicht besonders spektakulär, das kennen wir schon. Und Sie wissen natürlich auch, dass es da die Hauptbuch- und die Nebenbuchsicht gibt. Da gehen wir jetzt aber gehe ich nicht weiter drauf ein, weil das haben wir ja schon mehrfach uns angeguckt. So, das ist der Stand, in der unsere Bestellung ist. Der Wareneingang wurde gebucht. Und was wir uns jetzt als nächstes anschauen, ist die Transportbedarfe, die erzeugt wurden. So, es geht hier um unser Lager 100. Es geht hier um Materialien, die mit 010 enden. Und diese Transportbedarfe sind schon erledigt, deshalb muss ich hier den Status noch mit entgeliefert anklicken, sonst würde man nichts finden. Okay, das funktioniert so nicht. Dann muss ich doch die komplette, benutzen wir mal das Kneepad, das komplette Material eingeben. Und wir sehen jetzt hier, das ist der Transportbedarf, der durch Buchen des Wareneingangs angelegt wurde. Das ist jetzt eine Darstellung in der Liste, von daher können wir das mal doppelklicken. Dann sehen wir den Transportbedarf und ich gehe jetzt direkt mal auf die Kopfdaten.
Ja, dann sehen Sie auf den Kopfdaten, es geht hier um den Prozess der Einlagerung. Material muss eingelagert werden. Der Bedarf kommt von einer Bestellung, das erkennt man an diesem B hier. Ja, und der Bedarf hat mehrere Positionen und ein bestimmtes Gewicht und so weiter. Das sind die Infos, die Sie in den Transportbedarf sehen. Das war die Kopfsicht. Hier ist jetzt nochmal die Positionsliste und Sie sehen an der Stelle jetzt, dieser Transportbedarf enthält genau die zwei Positionen, nämlich die Knieschoner und die Ellbogenschoner, die auch Teil des Wareneingangs waren. So. Und zu diesem Transportbedarf wurden jetzt Transportaufträge angelegt. Die suchen wir uns auch mal. Gucken wir mit L. So, wir suchen Transportaufträge. Die finden wir jetzt am besten hier über den Namen des Bearbeiters. Hier sind zwei Transportaufträge erzeugt worden für jeden Position, für jedes Gewand in eigenen Transportauftrag. Und der Transportauftrag, wenn wir uns den jetzt öffnen, das ist die Positionsliste des Transportauftrages. Da sehen wir zum ersten hier über so einen Farbcode grün, der ist erledigt, der ist schon quittiert. Es geht hier um ein bestimmtes Material mit einer bestimmten Menge. Außerdem ist ganz spannend, wir sehen hier oben, dass dieser Transportauftrag Materialien von einem Vorlagerplatz, das ist der Wareneingang extern mit dieser Nummer dieser Bestellung, zu einem Nachlagerplatz transportiert. Also oder durch diesen Transportauftrag wurde dieser Transport dokumentiert. Also wir bewegen Materialien von dem Wareneingang extern in das Regallager in eine bestimmte Regalposition. Genau, und da dieser Transportauftrag quittiert ist, heißt das, der Transport ist schon durchgeführt. Und das heißt auch, dass wir jetzt, wenn wir uns diese Transaktion weiß ich nicht auswendig, wenn wir in den ins Warehouse Management gehen, ich glaube, das findet sich im Infosystem. Im Lager, dort gibt es den Lagerspiegel irgendwo. Das ist hier nicht. Vielleicht ist das auch hier. Genau, den Lagerspiegel habe ich gesucht. Wenn wir uns jetzt den Lagerspiegel angucken für diesen Lagerplatz, den wir gerade verwendet haben, das war dieser hier. Ja. Dann sehen wir, dass auf dem Lagerplatz zwei Materialien lagern. Aktuell nämlich das Ellbogenpad und die Ellbogenschützer und die Knieschützer. Wir können uns jetzt den Lagerplatz auch mal im Detail angucken. Jetzt sehen wir eben Informationen zu diesem Lagerplatz. Und wenn wir weiter nach unten scrollen, sehen wir auch hier die Bestände auf diesem Lagerplatz und können uns jetzt angucken, in welchen Quants diese Bestände aufgeteilt sind. Das ist jetzt eben hier genau das eine Quant für den Knieschoner, das angelegt wurde. Und man sieht jetzt auch hier wieder die Information zurück. Also wenn Sie hier drauf gucken, sehen Sie, das ist der Wareneingang, der dafür gesorgt hatte, dass wir überhaupt Waren bewegen mussten im Lager. Und das ist der Transportauftrag, der die letzte Veränderung dieses Quants erzeugt hat. So. Also das war jetzt einmal, haben wir alles gesehen, was Sie in der Fallstudie gemacht haben, Wareneingang und dann dazugehörig den Transport der Waren im Lager. So, dann gehen wir wieder zurück auf die Folien. Ja, und in der Übersichtsbild, das ist eben der Schritt, bevor die Transportaufträge quittiert wurden. Das, was wir uns gerade angeguckt haben, sah eben so aus, dass diese Quants hier, diese beiden hier,
Die waren nicht mehr auf dem Lagerplatz 45, sondern die befanden sich hier auf dem Lagerplatz Storage Bin 1010. So. Dann sind wir jetzt auch einmal an allen Bewegungsdaten vorbeigekommen. Die bespreche ich jetzt auf den Folien nicht mehr im Detail. Und wir machen jetzt einen nächsten Schritt und gucken uns die Teilprozesse an. Das ist jetzt anders, als wir das in den anderen Modulen gemacht haben. Im Warehouse Management gibt es eine Reihe von Teilprozessen, die man identifizieren kann, die später zu kompletten Prozessen zusammengebaut werden. Und wir machen das jetzt so, dass wir uns die wichtigen Teilprozesse angucken und auf dieser Basis später dann die zugehörigen Gesamtprozesse. So. Insbesondere gucken wir uns vier Teilprozesse an. Wir werden uns wie immer nicht alles angucken, sondern schauen uns nur vier Teilprozesse an. Das sind nämlich die vier, die hier oben genannt sind. Das ist das Material einlagern, umlagern, umbuchen und auslagern. Und diese Teilprozesse, jetzt Schritt für Schritt, werden wir uns die erstmal auf der Folienebene anschauen. So. Der erste Teilprozess ist das Material einlagern. Um was geht's? Beim Material einlagern zum Beispiel genau das, was Sie in der Fallstudie gemacht haben. Material zu einer Bestellung wird geliefert. Das wird erstmal auf dem Wareneingang extern bereitgestellt und von dort muss über einen Transportauftrag der Transport in den korrekten Lagerplatz definiert werden. Und wenn man sich das als Prozessgrafik anguckt, dann ist das auslösende Ereignis, das Material einzulagern ist. Wenn Material einzulagern ist, wird ein Transportauftrag angelegt. Dieser Transportauftrag kann mit Bezug auf verschiedenste Referenzbelege angelegt werden. Das kann zum Beispiel ein Transportbedarf sein, so wie Sie das in der Fallstudie gemacht haben. Das kann aber auch eine Anlieferung sein oder ein Materialbeleg. Da gibt es verschiedene Vorgänger, Referenzbelege, je nachdem, welcher konkreter Prozess gerade läuft. Und der Transportauftrag wird dann verwendet, um zu dokumentieren, dass Material transportiert wurde. Also nachdem der angelegt wurde und die physische Warenbewegung erfolgt ist, wird der Transportauftrag quittiert und damit ist das Material dann eingelagert. Ja, es gibt hier eine Reihe von Transaktionen, mit denen wir Transportaufträgen anlegen können. Die erzähle ich Ihnen jetzt nicht im Detail. Was noch spannend ist, ist, ich glaube, das haben wir hier, ist das Erfassen des Vor- und Nachlagerplatzes. In dem Beispiel, also jeder Transportauftrag, haben Sie gesehen, braucht einen Vor- und einen Nachlagerplatz. Von wo nach wo wird ein Material bewegt. In Ihrem Beispiel in der Fallstudie war der Vorlagerplatz der Wareneingang extern, also dieser Lagertyp 03. Sind verschiedene Dinge möglich, so ein dynamischer Lagerplatz, wie wir ihn gesehen haben, mit einer Nummer 4, 5 irgendwas für eine Bestellung. Oder es kann auch der Lagerplatz WE-Zone sein, wenn Sie zum Beispiel einen Wareneingang ohne eine Bestellung haben. Der Nachlagerplatz, den kann man entweder oder kann das System automatisch ermitteln oder er wird manuell eingetragen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie den Nachlagerplatz manuell eingetragen. Aber es gibt die Möglichkeit von dem Warehouse Management den Nachlagerplatz, also wo soll ein Material hingelagert werden, automatisiert zu ermitteln. Und wie diese automatisierte Ermittlung erfolgt, das nur ganz kurz auf einer sehr hohen Flugebene. Das basiert aus drei Schritten, also auch wieder hier als kleiner Prozess dargestellt. Wenn ein Nachlagerplatz ermittelt werden soll, dann werden drei Schritte durchgeführt. Zuerst wird der Lagertyp gesucht, dann wird in dem Lagertyp ein Lagerbereich gesucht und dann in diesem Lagerbereich wird ein Lagerplatz gesucht. Hier haben wir zum Beispiel das mal grafisch dargestellt, wie das sein könnte. Es wird ein Lagertyp gesucht im ersten Schritt. Das heißt, für einen bestimmten Transportauftrag wurde jetzt der Lagertyp 05 entmittelt.
in diesem Lagertyp 05 gibt es verschiedene Bereiche, nämlich oben, es wurde jetzt Mitte ermittelt und in diesem Lagerbereich Mitte gibt es verschiedene Lagerplätze und dann könnte es sein, dass zum Beispiel dieser Lagerplatz 12-000 ermittelt wird. Wie das funktioniert, wie diese Lagerblattermittlung erfolgt, da werden Daten aus dem Material verwendet und insbesondere auch Einstellungsdaten aus dem Customizing. Details dazu gehen weit darüber hinaus, was wir in dieser Vorlesung machen können. Wenn Sie das interessiert, können Sie das in Warehouse Management mit SAP ERP von Kerber nachlesen. So. Also. Wir haben uns einen Wareneingang angeguckt. Wareneingang, es gibt verschiedene Referenzbelege, Transportauftrag wird angelegt und quittiert. Und wir haben jetzt gesehen, auf einer sehr hohen Flugebene, wie sieht das Finden von einem Nachlagerplatz aus. Zweiter Teilprozess. Ich gehe jetzt durch die Teilprozesse relativ schnell durch, weil ich dann später eigentlich auf die wirklichen Prozesse eingehen will. Der zweite Teilprozess ist das Material umlagern. Dabei geht es darum, dass ich ein Material von einer Startlokation zu einer Ziellokation transportieren will. Das können dann unterschiedliche Ebenen sein. Also ich kann zum Beispiel von einem Lager an ein Lager umlagern, von einem Lagerplatz zu einem anderen Lagerplatz innerhalb eines Werks, zwischen Werken, zwischen Lagerorten innerhalb eines Werkes. Das sind die möglichen Formen, die es gibt. Man kann das auf ganz verschiedene Art und Weisen tun. Das haben wir hier mit Konzepten überschrieben. Das kann ein Umlagerungstransport, eine Umlagerungsanweisung und so weiter sein. Da gehen wir jetzt hier nicht im Detail drauf ein. Was wir uns allerdings angucken, sind mal zwei Beispiele, nämlich die einfachste Variante, die lagerinterne Umlagerung. Also innerhalb eines Lagers soll Material von einem Start zu einem Ziellokation verbracht werden, von einem Lagerort zu einem nächsten. Ja, dann sieht das so aus, dass das Material soll umgelagert werden, es wird dazu ein Transportauftrag angelegt, das Material wird transportiert, Transportauftrag wird quittiert und das Material ist umgelagert. Innerhalb eines Lagers. Sehr einfacher Prozess. Etwas komplexer sieht das natürlich aus, wenn ich jetzt nicht mehr innerhalb von einem Lager umlagere, sondern zum Beispiel, zweites Beispiel, zwischen verschiedenen Werken. Also, wie könnte das denn zum Beispiel aussehen? Weil, da gibt es auch eine Fallstudie dazu, die wir aber nicht durchführen werden, aber dieses Szenario ist folgendes, dass ein Werk, zum Beispiel das Werk in San Diego, hat Material verfügbar, das in einem anderen Werk, zum Beispiel in Dallas, verwendet wird. Und es kommt jetzt eben zu einer Bestellung, nicht von einem Lieferanten, sondern in diesem Fall zu einer Umlagerungsbestellung. Also, was hier passiert? Und hier teile ich das Ganze mal, dass das noch ein bisschen klarer wird. Das ist das das ist hier das Werk A und das ist das Werk B. Bei so einer Umlagerungsbestellung zwischen zwei Werken sieht das so aus, dass in dem Startwerk eine Umlagerungsbestellung angelegt wird. Zu dieser Umlagerungsbestellung erfolgt dann der Prozess des Warenausgangs. Da wird ein Warenausgang gebucht. Führt dazu, dass es einen Materialbeleg gibt und einen Buchhaltungsbeleg. Wenn jetzt in diesem Werk das Warehouse Management aktiv ist, heißt das natürlich auch, dass der Warenausgang nicht einfach nur Buchen des Warenausgangs ist, sondern es wäre dann der Teilprozess später, werden wir sehen, der Warenauslagerung. So, also, wir gucken uns das jetzt aber erstmal auf der Ebene Umlagerung an. Umlagerung, Bestellung wird angelegt, dazu wird ein Warenausgang gebucht, das Ganze findet im Werk A statt. Später wird dann im Werk B ein Wareneingang gebucht,
der führt wieder zu einem Materialbeleg. Im Werk B ist das jetzt hier gezeigt mit aktivem Warehouse Management, führt dazu, der Wareneingang buchen, dass ein Transportbedarf erzeugt wird und es folgt der Teilprozess Material einlagern, der über einen Transportauftrag dargestellt wird. Und das ist jetzt nochmal hier unten so hin notiert. Das ist, oder machen wir es in der BPMN-Notation, obwohl die eigentlich nicht hierzu passt, das ist ein Teilprozess. Ja, also dieses Material einlagern ist jetzt ein Teilprozess. Und diesen Material einlagern Teilprozess, den haben wir schon kennengelernt. Das ist nämlich genau der, den wir zuvor gesehen haben. Das ist der Teilprozess Material einlagern. So. Das ist das Beispiel der Umlagerung. Gibt es eben verschiedene Varianten. Umlagerung, den nächsten Teilprozess, den wir uns angucken, ist die Umbuchung. Umbuchung haben wir auch schon mal kennengelernt im Rahmen der Materialwirtschaft. Bei der Umbuchung geht es darum, dass bestimmte Merkmale von Beständen geändert werden. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Material vom frei verwendbaren Bestand in den Qualitätsprüfsperrbestand gebucht wird oder umgekehrt. Und denken Sie auch nochmal dran, diese Umbuchung führt nicht zwangsläufig zu einer physischen Warenbewegung. Eine Umbuchung können jetzt auf zwei Arten starten. Man kann entweder eine Umbuchung in der Bestandsführung, also im MM starten, oder wir können eine Buchung in der Lagerverwaltung starten, eine Umbuchung, das wäre dann im Warehouse Management. Die beiden Beispiele gucken wir uns jetzt an. Wie sieht das aus, wenn wir eine Umbuchung in der Bestandsführung starten? Da wird eine Umbuchung im MM oder in dem Teilkomponente Inventory Management erfasst. Diese wird über einen Materialbeleg dokumentiert. Das kennen wir schon. Gesetzt der Fall, dass in diesem Werk jetzt das Warehouse Management aktiv ist, führt diese Umbuchung dazu, dass ein Transportauftrag oder dass eine Umbuchungsanweisung erstellt wird und zu dieser Umbuchungsanweisung wird ein Transportauftrag angelegt. Und in dem Moment, wo dieser Transportauftrag quittiert ist, ist eben diese Umbuchung im Warehouse Management auch durchgeführt. Also man kann quasi sagen, dass diese Umbuchung im Inventory Management im Warehouse Management nachgeholt wurde. Und die zweite Variante ist genau das Umgekehrte. Die zweite Variante ist die Umbuchung mit dem Start in im Warehouse Management. Das hier ist falsch. Deshalb habe ich gerade gestockt. Ist leider ein Fehler auf den Folien. Das hier müsste Start im Warehouse Management heißen. Also die Umbuchung startet im Warehouse Management, nicht in der Bestandsführung. Das heißt, wir erfassen eine Umbuchung im Warehouse Management. Die wird über einen Transportauftrag durchgeführt. In dem Moment, wo der Transportauftrag quittiert wird, wird ein Materialbeleg erstellt und der Materialbeleg, also der wird aus dem Warehouse Management im Inventory Management erzeugt und der führt dann dazu, dass diese Umbuchung auch im Inventory Management nachgezogen wird. Also in diesem Fall wird quasi diese Umbuchung im Warehouse Management im Inventory Management nachgezogen, wobei das gleichzeitig erfolgt durch den Quittieren des Transportauftrags. Von daher ist nachgezogen nicht so der richtige Begriff, das passiert in diesem Fall gleichzeitig. Es gibt eben diese zwei Varianten. Ich starte im Inventory Management und ich starte im Warehouse Management. So, und der letzte Punkt, den wir uns noch angucken wollen, das ist das Material auslagern. Das sieht natürlich sehr ähnlich aus zum Material einlagern. Wenn Material auszulagern ist, dann passiert das immer oder meist mit einem Bezug auf einen Referenzbeleg, zum Beispiel auf einen Transportbedarf
aus einer Auslieferung oder einem Materialbeleg. Mit Bezug auf diesen Referenzbeleg wird ein Transportauftrag angelegt. Ja, der Transportauftrag wird dann irgendwann quittiert und dann ist das Material ausgelagert. So. Und sehr ähnlich zu dem Material einlagern, wo es eine Funktionalität gab, um den Nachlagerplatz zu ermitteln, gibt es hier beim Material auslagern die Auslagerungssteuerung, in dem jetzt nicht der Nachlagerplatz, sondern der Vorlagerplatz gesucht wird. Also das SAP-System versucht zu ermitteln, aus welchem Lagerplatz im Lager denn die Materialien ausgelagert werden sollen. Ja, auch das erfolgt wieder in drei Schritten. Die sind genauso wie bei der Einlagerungssteuerung. Wenn ein Nachlagerplatz gesucht wird, es wird ein Lagertyp gesucht. Darin sucht man jetzt nach einem Kommissionierbereich und in diesem Kommissionierbereich wird nach einem Lagerplatz gesucht. Also zum Beispiel könnte eine Auslagerung so erfolgen, dass zuerst das Regallager gefunden wird, darin der Kommissionierbereich 1 und darin dann der Lagerplatz Storage Bin minus 2 minus 0000. Auch das basiert wieder auf verschiedenen Daten aus dem Materialstamm bzw. aus Einstellungen, Grundeinstellungen des SAP-Systems. Führt zu weit, sollten Sie nur einmal gehört haben, dass es eben Funktionen gibt, um Vor- und Nachlagerplätze zu finden. Genau. Und damit haben wir jetzt einmal alle Teilprozesse gesehen. Also, wir haben vier Teilprozesse gesehen: Material einlagern, umlagern, umbuchen und auslagern. Und aus diesen Teilprozessen kommen wir jetzt die eigentlichen Prozesse im Warehouse Management zusammenbauen. Die Teilprozesse, die wir uns jetzt angucken werden, ist insbesondere, oder die Prozesse, die wir uns angucken werden, ist der Wareneingangsprozess, den Warenausgangsprozess. Den Inventurprozess werden wir an der Stelle ausklammern. Das führt zu sehr ins Detail. Also, wir gucken uns jetzt zusammen den Wareneingang und den Warenausgang an. Starten mit einem Wareneingang. So, was ist der Wareneingangsprozess und wie unterscheidet der sich von diesem Teilprozess Waren einlagern? Also zuerst mal Wareneingang. Gibt es verschiedene Varianten davon. Es gibt, das kennen wir schon aus dem MM, aus der Materialwirtschaft, es gibt geplante und ungeplante Wareneingänge oder sonstige. Also es gibt zum Beispiel geplante Wareneingänge von extern zu einer Bestellung bei einem Lieferanten. Oder geplante Wareneingänge intern, zum Beispiel Material, das aus einem Fertigungsauftrag zurückkommt. Es gibt aber auch sonstige Wareneingänge, zum Beispiel Wareneingänge ohne einen Referenzbeleg bei einer Bestandsaufnahme. Oder ja, ungeplante Wareneingänge, sowas wie eine Retoure. So. Was wir jetzt nachfolgend machen, bei dem Wareneingangsprozess, wir fokussieren uns auf diese externen Wareneingänge. Und diese externen Wareneingänge gucken wir uns in zwei Varianten an, nämlich mit und ohne Anlieferung oder mit und ohne Anlieferungsbezug. Das erste, ohne Anlieferung, das ist genau das, was Sie in der ersten Fallstudie gemacht haben. Und das ist jetzt auch der erste Prozess, den wir uns angucken. Also, wie sieht der Wareneingang ohne Anlieferung aus? Der Wareneingang ohne Anlieferungsbezug sieht so aus, dass zuerst wird eine Bestellung eingelegt. Zu dieser Bestellung wird irgendwann ein Wareneingang gebucht. Na, der Wareneingang bezieht sich auf den Beleg der Bestellung und erzeugt einen Materialbeleg und einen Buchhaltungsbeleg. Das haben wir gerade gesehen, als wir uns die Fallstudie retrospektiv nochmal angeguckt haben. Als Ergebnis davon haben wir den Stand, dass Material einzulagern ist. Material einzulagern wissen wir, das ist genau hier
der Teilprozess Material einlagern. Ja, also das hier ist der Teilprozess Material einlagern, den wir vorher gesehen haben. Also dieser Teilprozess Material einlagern wird eben verwendet in diesem größeren Prozess Wareneingang. In diesem Fall ohne Anlieferbezug. Und wie sieht das aus? Durch diesen Wareneingang buchen wird ein Transportbedarf erzeugt. Ja, und wir wissen dann, dass zu diesem Transportbedarf ein Transportauftrag angelegt wird. Und der Transportauftrag dokumentiert das, was intern, was innerhalb des Lagers passiert. Das ist die einfache Variante. Warum ist das die einfache Variante? Es gibt noch eine andere Variante. Das ist der Wareneingang mit Anlieferbezug. Was ist der große Unterschied? Beim Wareneingang ohne Anlieferbezug sind wir im Material Management, im Inventory Management gestartet. Wir haben zuerst einen Wareneingang gebucht. Wenn wir uns jetzt mal den Wareneingang mit Anlieferbezug angucken, dann startet da der Prozess oder startet der Prozess im Warehouse Management. Also, wie sieht das aus? Zu einer Bestellung wird eine Anlieferung angekündigt. Das heißt, wir legen zu dieser Bestellung den Beleg der Anlieferung an. Das ist ein Beleg, der jetzt in unserem Warehouse Management existiert. Diese Anlieferung führt dazu, dass es einen Bedarf gibt, Material einzulagern. Wir haben jetzt hier wieder den Teilprozess Material einlagern. Das Material einlagern erfolgt unter Verwendung von einem Transportauftrag. Irgendwann ist das Material eingelagert. So, das heißt, wir haben, nachdem eine Anlieferung erfolgt wurde, Material jetzt schon eingelagert, bevor ein Wareneingang gebucht ist. Und das werden wir gleich sehen, das führt zu einem ganz spannenden Konstrukt, das führt nämlich zu einem negativen Quant. Also das führt dazu, dass ich einen negativen, in Anführungszeichen, Bestand im Warehouse Management halten muss, damit das Warehouse Management und das Inventory Management synchron sind. Ja, man kann ja ganz grob sagen hier, das da oben ist das Warehouse Management und das da unten ist das Inventory Management, was jetzt in diesem Prozess nachgelagert passiert. Nachdem das Material eingelagert wurde, wird ein Wareneingang gebucht. Der hat wieder Bezug zu einer Bestellung, der erzeugt ein Material- und Buchhaltungsbeleg und dann ist dieser Prozess der Anlieferung, des Wareneingangs mit Anlieferbezug beendet. So, jetzt gucke ich erstmal. Genau. Hier auf Folienebene das, was ich Ihnen jetzt gleich im System zeigen will, nämlich dass positive und negative Quants erzeugt werden. Also sozusagen ein positiver und ein negativer Bestand. Und das gucken wir uns jetzt direkt mal zusammen im SAP-System an. Dann wird das, glaube ich, ein bisschen klarer, was hier passiert. Und wir werden immer parallel uns den Bestand und die Sicht auf das Lager angucken. So. Ich mache hier jetzt nochmal ein zweites Fenster auf. So, das war gleich uns auch den Lagerbestand von das Material angucken können. Ja. Entschuldigung, jetzt hatte ich hier gerade ein technisches Problem. Ich hoffe mal, dass ich habe mir jetzt gerade ein Kabel aus meinem Laptop gezogen. Es sieht aber so aus, als ob der Stream hoffentlich nicht abgebrochen ist. Ich spreche einfach mal weiter. Ich hoffe mal, dass er trotzdem funktioniert. Genau. Also, was wir hier aufmachen werden, wir werden in der Bestandsführung uns den Materialbestand immer angucken. Oh, wo finde ich das? Habe ich gerade diese doofe Transaktion vergessen, die ich im MBE, die ich schon 100 Mal verwendet habe. Jetzt können wir uns ein Material aussuchen. Das Werk, auf dem wir das machen, wird San Diego sein. Ich benutze jetzt der Einfachheit halber mal das MiPad mit der Nummer 1999.
So, wir sehen, zu diesem Material gibt es aktuell keinen Bestand. So, was wir jetzt machen werden, wir legen eine Bestellung an. ME21N zu irgendeinem Lieferanten. Dann nehme ich einen meiner Lieferanten, der sich in der USA befindet. Nehmen wir den zum Beispiel. Und da bestellen wir jetzt dieses Kniepad 1999, 20 Stück davon zu einem bestimmten Lieferdatum. Ah, jetzt müssen wir noch die Einkaufsorganisation pflegen. US00, das ist Nordamerika. Und das findet er, glaube ich, automatisch. Und wir müssen noch das Werk eingeben. Das Ganze soll in das Werk in San Diego, weil wir wollen ja sehen, wie das mit dem Warehouse Management funktioniert. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Nettopreis. Was soll das Zeug kosten? 40 US-Dollar. Und damit ist jetzt eigentlich diese Bestellung erledigt. Und wir speichern die. Die Bestellung, die angelegt wurde, hat die Nummer 105. Wenn wir uns jetzt in den Bestand angucken, ja, sehen wir, dass immer noch kein Bestand erfolgt, aber wir sehen zumindest, dass es das Werk in San Diego gibt. Und wenn ich da jetzt einen Doppelklick drauf mache, sehen wir auch warum. Es gibt nämlich hier jetzt den Bestellbestand. Also es ist klar, dass in dem Werk in San Diego irgendwann diese 20 Stück ankommen. So. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Fehler gemacht, weswegen wir uns diese Bestellung nochmal angucken müssen und nochmal ändern. Die Bestellung, die wir hatten, war die Bestellung mit der Nummer 105. Das sind diese 20 Kniepads. Und was wir hier machen müssen, wir müssen in der Bestätigung angeben, dass diese Bestätigung hier durch eine Anlieferung erfolgt. So, nur dann funktioniert der Prozess, den ich Ihnen zeigen will, mit dem Anlieferauszug. So, das heißt, wir haben jetzt eine Bestellung angelegt zu einer bestimmten Menge von dem Material. Normal würde man jetzt einen Wareneingang irgendwann buchen, das machen wir jetzt nicht, sondern wir gehen zu dem Prozess des Wareneingangs. Und zwar da der Prozess mit dem Wareneingang zur Anlieferung. Und das Erste, was wir machen, wir legen eine Anlieferung an. Also, es wird angekündigt, diese Materialien kommen jetzt demnächst bei uns im Werk an. Sie sehen, die letzten Daten, die wir verwendet haben, nämlich genau unser Lieferant und die Bestellung, sind schon vorausgefüllt. Das ist sehr gut. Damit kann ich hier einfach auf Enter drücken. Und jetzt wird diese Anlieferung angelegt. Diese Anlieferung enthält jetzt eben eine bestimmte Menge von dem Material, die aus der Bestellung entnommen wurde. Und wenn wir jetzt hier mal weiter gucken, ja, dann sehen wir noch vielleicht die Einlagerungsdaten. Wir sehen, dass dann irgendwann dieses Material einzulagern ist. So, hier jetzt noch sagen müssen, wir können noch sagen, in welchen Lagerort das geht. Das sind unsere Trading Goods. Aber Sie wissen, Lagerort hat eben Bezug zu dem Inventory Management und nicht zum eigentlichen Warehouse Management. So, jetzt speichern wir mal diese Anlieferung und gucken Sie uns aber im nächsten Schritt gleich nochmal an über die Transaktion zum Anzeigen. Das ist unsere Anlieferung und die hat eine schöne Statusübersicht und in der Statusübersicht sieht man jetzt, was für die einzelnen Position oder für diese komplette Anlieferung noch erfolgen muss. Hier ist jetzt alles rot, das heißt, hier ist noch nichts passiert. Die ist im Warehouse Management noch nicht bearbeitet und die ist insbesondere im, was steht WS nochmal, ja, die Warenbewegung hat auch noch nicht stattgefunden. Also, wir haben jetzt eine Anlieferung angelegt. Das nächste, was wir tun werden, wir legen jetzt
einen, nicht einen Transport, sondern für die Einlagerung einen Transportauftrag an. Und zwar einen Transportauftrag zu unserer Anlieferung. Jetzt habe ich natürlich die Nummer vergessen von diesem Transportauftrag. Die hätte ich mir mal besser aufgeschrieben. Wo ist diese? Wie finden wir die jetzt wieder? Das ist diese hier. Kopieren wir uns einfach mal. Und legen Transportauftrag zu dieser Anlieferung an. So, wenn wir uns jetzt diese Menge von diesen 20 Stück auswählen, dann sehen wir, es wird hier bei uns automatisiert für diesen Transportauftrag kein Nachlagerplatz gefunden. Den müssen wir uns jetzt selbst auswählen. Wir werden das Zeug jetzt wieder, dieses Material, ganz normal in unser Regallager legen, in den Gesamtbereich. Das ist, glaube ich, der 001. Und der Lagerplatz, nehmen wir mal die Storage Bin 1999. Da sollte sich noch nichts befinden. So. Und jetzt haben wir auch einen Transportauftrag angelegt. Also, wir sind jetzt in dem Stand, wir hatten eine Bestellung, Material wird angeliefert und wir haben zu diesem Material einen Transportauftrag. Jetzt gucken wir uns nochmal diesen aktuellen Stand an. Materialbestand ist nach wie vor 0 in unserem Werk. Wenn wir uns jetzt aber die Transaktion des Lagerspiegels angucken und den Lagertyp Wareneingang, dann sehen wir jetzt hier, das ist auf unserem Wareneingang einen dynamisch erzeugten Lagerplatz gibt, nämlich mit der Nummer unserer Bestellung. Und der enthält genau in dem Gesamtbereich ein Quant, nämlich unsere 20 angelieferten Knieschützer. Wenn Sie jetzt den Gesamtbestand angucken, steht hier allerdings eine 0. Woher kommt das? Das ist genau der Punkt, dass jetzt hier negative Quants erzeugt werden, um das Warehouse-Management und das Inventory-Management synchron zu halten. Wenn ich mir dieses Quant angucke, dann sehe ich jetzt hier, dass es einen verfügbaren Bestand in diesem Quant von minus 20 gibt und einen auszulagernden Bestand von 20, von plus 20, in Summe also 0. Ja, sieht jetzt erstmal komisch aus. Das wird gleich nochmal klarer, wenn wir jetzt diesen Transportauftrag quittieren. So. Also, nach der Anlieferung befindet sich auf dem Wareneingang jetzt Material. Und wir nehmen uns jetzt den Transportauftrag, den wir gerade erzeugt haben. Transportauftrag anzeigen. Das ist dieser hier. Ja, wir sehen, dieser Transportauftrag ist noch nicht quittiert, der ist hier noch rot. Deshalb werden wir jetzt diesen Transportauftrag quittieren, den kompletten Transportauftrag. Genau, die kompletten 20 Stück werden quittiert. Das Ganze wird gespeichert. Wir sehen jetzt hier unten, dass der Transportauftrag quittiert wurde. Und jetzt können wir uns nochmal unseren Lagerspiegel angucken. Zum einen wissen wir, wir haben durch diesen Transportauftrag Materialien in den Lagerplatz Storage Bin 1999 transportiert. Also, wenn ich mir den jetzt hier anschaue, dann finden wir hier in diesem Storage Bin unsere 20 Knieschützer, die wir gerade dahin transportiert haben. Wenn wir uns jetzt dieses Quant analysieren, dann sehen wir auch, okay, das bezieht sich, wurde aus einer Lieferung erzeugt, das ist der letzte Warentransportauftrag, der dieses Quant geändert hat. Das kennen wir eigentlich schon.
Also wir haben jetzt hier einen verfügbaren Bestand von 20 in unserem Lager, aber, und ich springe jetzt nochmal auf die Bestandsübersicht, wenn wir die aktualisieren, im Warehouse Management 20, im Inventory Management immer noch nach wie vor diese 0, weil der Wareneingang nicht gebucht ist. So. Und wie kann das sein? Deshalb gucken wir uns jetzt nochmal den den Lagertyp den Lagertyp 003 an mit unserem Lagerspiegel. Das war falsch. Ich will den Lagertyp 003, also den Wareneingang extern. Jetzt sehen wir, auf dem Wareneingang extern befindet sich immer noch ein Quant des Materials Knieschützer 1999. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen Sie, das ist ein negatives Quant. Und dieses negative Quant ist quasi das technische Mittel, mit dem das Warehouse Management und das Inventory Management synchron gehalten werden. Wir haben bis jetzt die Ware nur im Warenhaus bewegt, aber haben die Information noch nicht im Inventory Management. Deshalb ist der Gesamtbestand noch null. Das wird durch dieses negative Quant sichergestellt. So. Was wir bis jetzt gemacht haben, dass wir noch keinen Wareneingang gebucht haben, können wir uns auch nochmal angucken, wenn wir uns jetzt wirklich nochmal einen Blick auf diese Anlieferung werfen. Die Anlieferung anzeigen, das ist unsere Anlieferung. Da sehen wir jetzt in der Statusübersicht, da gibt es einiges grün. Das heißt, im Warehouse Management ist schon was passiert. Das hier ist noch rot, es fehlt noch das Buchen des Wareneingangs. Und das holen wir jetzt nach. Wir gehen hier in die Änderungsansicht, buchen den Wareneingang. Die Anlieferung wurde gesichert. Das heißt, wenn wir uns die jetzt wieder angucken, in der Statusübersicht sehen wir, jetzt ist alles grün hier. Und grün haben wir kennengelernt, wissen wir, ist immer gut. Das heißt, jetzt wird auch der Wareneingang gebucht. Und durch das Buchen des Wareneingangs haben wir jetzt plötzlich auch einen Bestand frei verwendbar im Lager in San Diego und außerdem gleichzeitig unseren Lagerspiegel oder unser Lager sozusagen bereinigt, weil dieses negative Quant, das wir vorher noch im Wareneingang gesehen haben, das ist jetzt verschwunden. Wenn wir uns jetzt hier den Wareneingang wieder angucken, sehen Sie, hier gibt es jetzt kein Quant mehr, das irgendwie negativ ist und diese Ware noch enthält. Und jetzt haben wir die beiden Module, Warehouse Management und Inventory Management, wieder synchron gehalten. Ja. Und Sie wissen natürlich, durch das Buchen des Wareneingangs, der Vollständigkeit halber zeige ich Ihnen das auch nochmal. Ich möchte in die Transaktion ME23N zum Anzeigen der Bestellung. Sehen wir jetzt, durch das Buchen des Wareneingangs wurde ein Materialbeleg erzeugt. Und zu diesem Materialbeleg wurde natürlich wieder ein entsprechender Rechnungswesenbeleg erzeugt über diese 800 US-Dollar mit einer entsprechenden Soll- und Habenbuchung. Und jetzt ist eigentlich der Prozess des Wareneingangs mit Anlieferbezug abgeschlossen. So, dann wechseln wir wieder zurück. Also, das, was wir jetzt gerade einmal durchgeführt haben hier im System, ist genau dieser Prozess. Wareneingang mit Anlieferbezug und eben diesem interessanten Konstrukt, dass nach der Einlagerung der Waren ich plötzlich negative Quants habe, die ich eben benötige, damit das Warehouse Management und das Inventory Management nach wie vor synchron sind. Dann gucken wir uns jetzt noch kurz den Warenausgang an. Warenausgangsprozess, machen wir auch wieder nur eine Prozessvariante.
nämlich den Warenausgang zur Belieferung eines Kunden. Wir können natürlich auch einen Wareneingang haben zu einem Warenausgang zu einem Fertigungsauftrag, Warenausgang zur Qualitätssicherung, was auch immer. Also wir machen Warenausgang zur Belieferung eines Kunden. Das sieht so aus: Wir legen einen Kundenauftrag an oder ein Kundenauftrag wird angelegt. Zu diesem Kundenauftrag wird eine Auslieferung angelegt. Diese Auslieferung ist dann der Referenzbeleg, der unseren Teilprozess Material auslagern im Warehouse Management startet. Durch diesen Teilprozess wird natürlich auch wieder Transportauftrag angelegt und quittiert. Danach ist das Material ausgelagert. Das befindet sich jetzt zum Beispiel auf Lager Typ Warenausgang extern. Da muss es noch verpackt werden. Auch das wird wieder mit einem Zug auf eine Auslieferung gemacht. Es wird gegebenenfalls umgelagert, wieder ein Teilprozess und dann schlussendlich wird der Warenausgang gebucht. Was wir jetzt uns nicht angeguckt haben, was wir auch in einer Fallstudie nicht machen werden, ist dieser ganze Prozess der Kommissionierungen. Im Warehouse Management hat man die Möglichkeit, Kommissionierung auch zu parallelisieren, um hier, ja, wenn ich einen großen Auftrag habe, eben auch, ja, nicht nur dadurch, dass ich einen Kommissionierbereich habe, da irgendwie zu Verzögerung zu kommen. Auch das werden wir nicht im Detail eingehen. Das wollte ich nur einmal ganz kurz erwähnt haben. Genauso wie das ganze Thema Inventur, auch wenn das in den Folien drin ist, werden wir jetzt auf die Inventur nicht mehr eingehen. Stattdessen mache ich jetzt nochmal einen Sprung, einen kleinen, und der Sprung ist nämlich zu dem Praxisfall, was Sie jetzt als letztes Praktikum im Bereich Warehouse Management noch tun werden, ist der Praxisfall Warehouse Management 1. Und dabei geht es um Lagerausbau und Wareneingang mit Anlieferbezug. Also, Sie werden zwei Dinge tun. Sie werden zum einen, habe ich das irgendwie auf der Grafik, genau, Sie werden das Lager erweitern. Also, Sie werden aus dem Regallager, wie wir das hier haben, wo bisher ja nur die Reihen 1, 2 und 3 existieren, das erweitern, dass auch die Reihen 1, 2, 4, 5 und 6 existieren. Und danach werden Sie einen entsprechenden Wareneingangsprozess durchführen, genau wie ich das Ihnen gerade eben gezeigt habe, mit Anlieferbezug. Und in dem Zuge werden Sie auch eben diese Effekte erkennen, dass es teilweise negative Bestände oder negative Quants gibt, um die Bestände vom Warehouse Management und Inventory Management gleichzuhalten. So. Damit sind wir für heute durch. Das war das, was ich Ihnen noch als Details zeigen wollte. Also Warehouse Management ist ein Modul mit sehr vielen schönen kleinen Teilprozessen, auf die können wir nicht alle eingehen. Deshalb habe ich hier den Fokus gelegt auf den Wareneingang und Warenausgang. Und das ist das auch, was Sie jetzt noch in der Fallstudie tun werden. In dem Sinne war es das für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wo wir uns nochmal so eine Komplettintegration über die ganzen Module angucken. Und bis dahin bleiben Sie gesund. Und wenn Sie Fragen haben, insbesondere auch im Hinblick auf unsere Fragestunde, stellen Sie die bitte im Forum. Ah, jetzt kam noch eine Frage im Chat. Müssen wir ein Prozessmodell erstellen? Lesungsplan steht das nicht dabei, aber im Ilias beim Praktikum schon. Sie müssen kein Prozessmodell erstellen. Ich hab das, glaube ich, falsch gemacht da. Ich würde eigentlich lieber ein Prozessmodell. Ja, das muss ich mir nochmal genau überlegen, was wir da machen. Aber für diese Woche brauchen Sie kein Prozessmodell. Ich entferne das aus dem Ilias. Sie haben recht, das ist nicht ganz konsistent, fällt mir gerade auch noch auf, werde ich im Nachgang machen. Sie müssen diese Woche kein Prozessmodell erstellen. Das ist im Warehouse Management, ja,
Da würden sie nur nachmalen können, was wir gerade gemacht haben. Das macht nicht richtig Sinn. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Weitere Fragen? Okay, scheint keine weiteren Fragen zu geben. Ansonsten haben wir natürlich im Nachgang auch immer noch das Forum. In dem Sinne, bis nächste Woche und bleiben Sie gesund.